Die 15-jährige Milena Gruno vom Schweriner Goethe-Gymnasium gewann den ersten Preis im landesweiten Plakatwettbewerb Bunt statt Blau. Mit dieser Aktion haben im Frühjahr rund 10.000 Schüler aus ganz Deutschland ihr Nein dem Komasaufen angesagt. Die MV-Erste teilte das Siegertreppchen mit dem Künstlerduo Gilbert Henning und Bert Lazarus aus Parchim und einem weiteren Parchimer, Peter Janz. Als Schirmherrin der Aktion betonte Sozialministerin Birgit Hesse die hohe Bedeutung solcher Präventionsmaßnahmen. Also ich finde, dass die Prävention gerade in der Schule, aber natürlich auch in den Kitas ganz, ganz wichtig ist, weil wir dort die jungen Menschen auch erreichen. Ich habe vorhin mal so salopp gesagt, sie können ja auch nicht weg. Aber trotzdem finde ich es einfach richtig, weil das ein Ort ist, wo wir lernen, wo wir Wissen vermitteln. Und da gehört die Prävention für mich absolut dazu. Wenn man heute sieht, wie tolle Ergebnisse wir bekommen haben bei den Bildern, bei den Collagen, sieht man ja, wie ernsthaft sich die jungen Leute mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Die mehrfach ausgezeichnete Kampagne Bunt statt Blau existiert seit 2010. Daran haben bundesweit 62.000 junge Künstler teilgenommen.